Hallo, schön, dass du wieder bei mir reinschaust. Oder schön, wenn du neu bei mir reinschaust. Heute zeige ich euch oder dir ganz besonders gerne diese großen, blinkenden, beleuchteten Gespenster mit Fledermäusen, mit Monster, wenn du Lust hast. Alles in Upcycling gebastelt. Es kostet eigentlich gar nichts. Vor allem vielleicht ein bisschen Kleber, ein paar Wackelaugen, wenn du möchtest, aber es geht auch ohne. Normalerweise hat man fast alles zu Hause. Und dann möchte ich dir zeigen, wie einfach man diese Gespenster nacharbeiten kann. Es geht auch ziemlich schnell. Es macht Spaß, gerade mit Kindern zusammen. Es lässt sich auch Last Minute machen. Also ich denke mal, wenn du alles zusammen hast, bist du in 10 bis 15 Minuten fertig mit so einem großen Gespenst. Und dann würde ich sagen, einfach mal anfangen und loslegen. Für die beleuchteten Flackergespenster, ganz große Gespenster, brauchen wir dann Folgendes. Mal Licht an und wir legen los. Was brauchen wir? Luftpolsterfolie, wenn ihr habt. Es geht aber auch einfach Verpackungstüten. Muss wenig Farbe dran, das wäre wichtig. Weiß oder eine ganze Ecke Mülltüten. Naturfarbene, transparente, wie ihr habt, geht. So, dann brauchen wir eine Verpackungsschüssel. Da war rote Grütze drin. Da gibt es aber auch Joghurt, Eisbeutel, ganz egal. Also die Größe wäre schon ganz schön. Dann brauchen wir, wenn es geht, etwas schwarzes Moosgummi. Schwarze Pappe geht auch, schwarzer Filz geht auch. Ihr könnt auch einfach weißes Papier nehmen und malt schwarz an. Genau dasselbe, auch wunderbar. So, dann brauchen wir noch, wenn es geht, breites Tesa. Schmales geht auch. So, und dann habe ich, also ihr könnt die Gespenster machen aus einer alten Tischdecke, einer alten Bettwäsche. Ein großes Herrenhemd geht auch, wenn man sich zuschneidet. Dann müssen die Arme abgeschnitten werden. Der Kragen muss entfernt werden. Die Knopfleiste muss auch abgeschnitten werden, am besten oder abgerissen. Dann sieht es wirklich schön verranzt aus, was zum Gespenst prima passt. Oder was ich hier habe, das ist ein großes weißes Kopfkissen. Ihr könnt also für ein 80x80er Kopfkissen, das habe ich noch. Und wer viel mit mir weiß, bastelt und dann Füllwatte hat, dann gebe ich immer als Tipp: kauft euch doch ein großes Kissen, ein 80x80er, am besten im Discounter oder im Möbelhaus mit den vier Buchstaben, kostet 6-7 €. Ihr habt viel mehr Füllwatte. Trennt es nur ein bisschen auf, wie ich das hier gemacht habe, hol die Füllwatte raus und das ist das Innenleben von diesem Kissen. So, wenn ihr jetzt ein großes Stück Stoff habt, von der Bettwäsche, Tischdecke, alles Mögliche, das kann ruhig ein bisschen fleckig sein, da können ruhig ein paar kleine Löcher drin sein, spielt gar keine Rolle, dann müsst ihr euch das erst zuschneiden. Ich habe ja das Glück, hier Kopfkissen. Vielleicht habt ihr ja auch ein altes Kopfkissen in Weiß oder in Naturfarben, dann geht das ganz schnell. Wenn ihr jetzt aber eine Tischdecke habt, dann könnt ihr die komplett benutzen. Ihr müsst sie nur zusammenlegen in dem Knick und die Spitze ist dann unser Kopf und auf der Seite zukleben. Am besten mit dem Flüssigkleber oder dem Heißkleber, was ihr so zu Hause habt. So. Ansonsten Bettwäsche, große Bettwäsche und ihr möchtet solch ein Gespenst machen, dann braucht ihr etwa 1 Meter mal 2 Meter die Größe. Und in der Mitte des 2 Meter wird dann einfach geknickt. Hier kommt dann der Knick und dann bereiten wir den Kopf vor. Dazu nehmen wir jetzt erstmal die Schüssel und die Luftpolsterfolie. Das große Klebeband. Und eine Schere. Wir modellieren mit der Luftpolsterfolie unseren Kopf mit der Schüssel.
bringe noch ein bisschen die Volumen rein. Und weil die Schüssel hinten offen ist, schließen wir am unteren Teil mit der Luftpolsterfolie etwa die Schüssel auf die Hälfte. Dass oben nur noch ein Loch bleibt, weil da hinein kommen dann unsere LED-Tischlichter, Teelichter oder die Taschenlampe, alles was ihr so habt. Und jetzt wird erstmal gut geklebt und modelliert. Immer gedrückt. Wie gesagt, das geht auch mit Mülltüten als rundherum, bis ihr so einen schönen Kopf habt. Einigermaßen rund und schmal. Zwischendurch immer mal geguckt, passt das so. Und wie gesagt, hier hinten eine Öffnung gelassen, damit wir dann die Beleuchtung hineinlegen können. Wie schnell das geht. Und dann haben wir schon unseren Kopf. Das ist wirklich alles. Könnt euch noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber so haben wir dann die Öffnung hinten. Da kommt dann der Stoff noch ein bisschen drüber hin, aber wir können uns ja ein kleines Loch schneiden. So. Unser Körper wird nun wie eine Raute hingelegt. Das heißt, oben eine Spitze, unten eine Spitze, rechts und links eine Spitze. So, dann kommt unser Kopf hinein, in die Spitze hinein. Und dann müssen wir noch... Das kann auch offen sein. Also ihr könnt euch das zubinden. Das ist gar kein Problem. Der Hals wird dann abgebunden. Man kann die Spitze hier oben lassen, wenn man das lustig findet. Man kann sie aber auch nach hinten ziehen oder festkleben. Nun müssen wir das Ganze abbinden. Ich habe dazu einfach grün was. Ihr könnt jedes Geschenkpapier nehmen. Ihr könnt Wolle nehmen. Ihr könnt Schuhbände nehmen. Also alles, was ihr habt. Ich nehme jetzt hier den grünen Bass und binde erstmal den Kopf ab. So, das war's schon. Schön fest abbinden, Knoten rein, fertig. So, dann kommen sozusagen die Arme. Das sind die Spitzen auf der Seite. Die binde ich auch etwas ab. Das sieht einfach schöner aus. Ich nehme wieder Bass. Und bind jetzt hier die Spitze ab. So, andere Seite genau das gleiche. Wie gesagt, alles was zu Hause ist. Es kann auch ein ganz normales Paketband sein. Das sieht auch toll aus. Ein Nähfaden. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch nur einen Knoten reinmachen. Ich finde es halt mit dem Bast ganz schön. Den kann man so lange hängen lassen oder man kann sich dann auch wieder abschneiden. Eine Schleife binden, was man schön findet. So, sind die zwei Arme abgebunden. Unser Kopf. Körper bleibt einfach, der fällt nach unten. So, jetzt widmen wir uns dem Kopf. Es kommt darauf an, wie ihr jetzt euer Gesicht gestalten wollt. Ich habe es hier mit Edding aufgemalt. Und dann Augen drauf geklebt. Da ist mit Moosgummi gemacht. Wir machen eine Kombi. Diesmal, ich nehme jetzt Moosgummi. Ihr könnt ruhig ganz einfach schwarze Pappe nehmen, was ihr zu Hause habt. Und dann einfach freie Schnauze Augen ausschneiden. Ich mache es hier in Tränenform. Aber da kann man alles machen, wozu man Lust hat. So. Mal probieren. Sieht es noch was aus? Gefällt es mir? Dann vielleicht aus dem Rest noch einen ganz grimmigen Mund. Da kommen Zacken immer ganz gut. Unterschiedliche. Immer mal ausprobieren. Man kann auch mal rote Augen machen, finde ich auch ganz cool. So, legt man sich auf.
So oder so rum. So, ich finde ich so rum schöner. Dann klebe ich das auch mit dem Heißkleber oder mit dem Flüssigkleber. Nun habe ich noch Wackelaugen. Die gibt es im 1-Euro-Shop, 100 Stück für 1 Euro ungefähr. Und ich nehme mit Absicht zwei verschiedene. Aber man kann es basteln. Man kann auch einen Knopf nehmen. Man kann keine große Perle nehmen. Das liegt ganz bei euch, wie ihr es gerne hättet. So, jetzt müssen wir die Befestigung anbringen, weil unser Gespenst soll ja hängen, soll ja fliegen von der Art her. Dazu braucht er Nähfaden in schwarzen oder in weißen. Ich habe hier einen transparenten. Ich zeige mal die Rolle, sonst sieht man nicht. Und den fädeln wir auf eine große Nadel. Euren Faden auch. Und dann wird das Gespenst aufgehängt. Einen großzügigen Faden, kommt drauf an, wie lang euer Stock ist, Knoten hinein und dann einfach am Oberkopf angenäht. So, drei, vier Stiche als hinein. Dann ziehen wir es raus und dann wird es ja einfach nur noch festgeknotet. Als Tipp mal für den Kopf, wenn ihr sagt, ach, so ein weißes Licht gefällt mir nicht so gut. Ich hätte es gerne rot, grün, blau, orange. Das ist gar kein Problem. Einfach einen Bogen Transparentpapier genommen und das um die Taschenlampe oder um die LED-Birnen im Kopf drumherum gewickelt. So ganz locker und in den Kopf mit reingesteckt. Und schon habt ihr ein ganz anderes Licht. Das geht so easy, das sieht so cool aus. Meine Gespenster, die hängen immer vor der Haustür, an der Hauswand, wenn schönes Wetter ist, wirklich. Und durch das Plastik, durch den Plastiktopf und die Folie sind die ja extrem gut gegen Feuchtigkeit geschützt. Also da darf es auch mal ein bisschen regnen. Und wenn es wirklich geregnet hat, hänge ich die dann einfach nur nachher auf die Wäscheleine, dann trocknen die weg und fürs nächste Jahr das gleiche. So, jetzt auch in die Hand, wie wir es nennen wollen. Auch einen Faden. So und in die andere Hand auch. Und dann müssen wir es nur noch dekorieren auf dem Ast. Das zeige ich euch. Ich habe mir jetzt einfach von draußen einen Ast geholt. Da die Rinde abgezogen. Ihr könnt es aber auch liebend gern dran lassen. Dann Efeu, einfach ein paar Blätter. Alles, was ihr so zu Hause habt. Im Park. Das ist ganz egal. Und das binde ich jetzt an diesen Ast dran. Damit ein bisschen Farbe noch reinkommt, ein bisschen mystischer aussieht. Das lasse ich auch eintrocknen, weil das sieht nächstes Jahr noch uriger aus, wenn das richtig eingetrocknet ist. Einfach auch wieder mit dem Bast ganz wild mal drumherum verknoten. Und dann kann man nächstes Jahr, wenn man es wieder aufhängen will, einfach nochmal frisch Efeu irgendwas darüber hinbinden. Man kann das alte ruhig lassen. Also mir gefällt es. Ansonsten macht man es halt frisch und kann es dann wieder verwenden. Und als rundherum wickeln, bisschen festmachen. Das ist die Deko dann. Das Gespenst zum Aufhängen. Weil es wirkt ja erst, wenn es richtig aufgehängt wird. Und was ich halt wichtig finde, es muss nur an einem Punkt aufgehängt werden. Wenn es in der Wohnung sein soll, dann findet ihr bestimmt irgendwas. Entweder an der Lampe, an einem Kleiderhaken. Ich nehme eigentlich dann auch immer noch eine Wäscheklammer dazu. Also ich finde immer was, wo es dran hängen kann. So, jetzt haben wir den Stock vorbereitet. Jetzt nehmen wir unser Gespenst und binden das erstmal in die Mitte vom Ast fest. Einfach ein paar Knoten und schon hängt der Kopf. Dann muss man gucken, wie hoch man die Arme hängen möchte. Ihr habt den Ast. Na, ich habe so ein bisschen weit unten geknotet, weil das für einen großen Raum sein soll, aber dann seht ihr es ja nicht. Ihr habt den Ast. Und das Gespenst. Und jetzt muss der ausklamüstern, wie hoch die Arme kommen sollen. Ihr seht es ja bei meinen zwei anderen Gespenstern. Die sind unterschiedlich hoch.
Und das müsst ihr mal ausprobieren, wie es euch am besten gefällt. Also am Ast rechts und links müssen jetzt noch die Arme befestigt werden. Einfach das verknoten mit den Fäden. Das Gespenst ist jetzt angeknotet. Es nimmt Form an. Das seht ihr. Und nun müssen wir noch eine Aufhängung an den Ast bringen. Das ist auch ganz einfach. Wir nehmen wieder unser Band von vorhin, wo wir, oder ein Schmuckband, alles, was ihr zu Hause habt, und knoten einfach noch einmal eine Schlaufe am Anfang des Astes. Also ich würde so einen Meter abschneiden. Kommt auch wieder drauf an, wie lang euer Ast ist. Am Anfang des Astes festknoten und am Ende, und dann kann man es aufhängen, wie man möchte. Also ich hänge den Stock dann auch meistens extra schief auf. Dann habt ihr hier oben so eine Schlaufe und könnt das dann aufhängen. So, jetzt kommen wir zur Beleuchtung. Wir drehen uns den Kopf herum auf die Rückseite. So. Und dann schneiden wir oben einfach ein kleines Loch ein. Einmal so. Und dann nochmal ein bisschen hoch. So. Und durch dieses Loch könnt ihr jetzt ganz einfach entweder so eine LED-Kerze oder zwei, drei, kommt darauf an, wie stark ihr das Licht haben wollt, oder eine kleine Taschenlampe einlegen. Das reicht vollkommen. Und mein Tipp nochmal, nehmt einfach Transparentpapier. Das könnt ihr noch in den Kopf um die Taschenlampe und LED-Licht drumherum wickeln, und dann hat der Kopf in der Beleuchtung alle möglichen Farben, die ihr euch wünscht. Wenn ihr das Gespenst noch ein bisschen verkommener, ein bisschen gruseliger haben wollt, dann nehme ich immer Lidschatten, grau, schwarz, braun, mache mir ein bisschen auf die Hände und schmier dann das Gespenst noch ein bisschen ein. Das gibt wirklich schöne Effekte. Zum Ausdekorieren von den Gespenstern benutze ich ganz gerne Fledermäuse. Da habe ich euch schon zwei, drei Videos eingestellt. Da könnt ihr, wenn ihr Lust habt, mal hineinsehen. Und die klebe ich dann noch auf. Da habe ich einmal hier aus WC-Rollen die Fledermäuse. Dann diese Fledermäuse mit roten Zähnen, mit roten Augen. Da habe ich euch schon Girlanden von gezeigt, Tischdeko, und die klebe ich dann einfach nochmal auf die Gespenster drauf. Auch so kleine Monster habe ich euch schon gezeigt, und dann gebe ich einfach gut Kleber hinten drauf auf die Rückseite, und dann wird das auch noch aufgeklebt. Und so entsteht nach und nach eine ganz coole Dekoration, die eigentlich bis auf extreme Kleinigkeiten überhaupt nichts kostet. Die Spaß macht, gerade mit Kindern zusammen zu basteln. Und die man vor allen Dingen jedes Jahr aufs Neue benutzen kann. Einfach in eine Kiste hinein. Und schon kann man die ganz oft benutzen. Unsere beleuchteten, verrückten Gespenster. Und dann hoffe ich wirklich sehr, es hat euch gefallen, und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder herein, wenn ich euch Deko-Ideen zeige. Schöne gruselige Tage. Habt eine tolle Party. Tschüss.